Zeuge Johann Frederik Beckmann, Niederlande, Major der niederländischen Armee, 45 Jahre, 136. Verhandlungstag, 12.02.1965. Damit einverstanden, dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Ja. Herr Beckmann, zunächst Ihre Personalien. Sie heißen mit Vornamen? Johann Frederik. Johann Frederik Beckmann, Sie sind wie alt? 45. 45 Jahre alt, von Beruf? Major. Major bei der königlich niederländischen Landwehr. Und Sie wohnen in? Leiderdorp. Leiderdorp. Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet. Und nicht verwandt und nicht verschwägert mit den Angeklagten? Gar nicht. Herr Zeuge, Sie sind von dem Verteidiger des Angeklagten Stark benannt worden, und zwar wegen Ihrer Kenntnis von dem Verhalten des Angeklagten Stark in dem Konzentrationslager Auschwitz. Sie selbst sind wohl auch in dem Konzentrationslager Auschwitz gewesen. Ja. Wollen Sie uns doch bitte einmal sagen, wann Sie hingekommen sind und warum Sie hingekommen sind und von wo aus Sie hingekommen sind? Na, ich bin am 6. Juli. Der Sachverständige ist nicht da. Ich wollte mir nur diesen Hinweis erlauben. Ich weiß nicht, ob er geladen worden ist zum heutigen Termin. Herr Staatsanwalt Wiese, würden Sie vielleicht mal den Herrn Dr. Lechler anrufen, ob er gleich kommen könnte? Da könnten wir doch dann so lange innehalten. Es soll noch ein Arzt zugezogen werden, der den Angeklagten Stark beurteilen muss. Und er soll sich ihre Aussage nach Möglichkeit anhören. Wir hatten Ihre Personalien entgegengenommen und waren zu der Frage gekommen, wann Sie nach Auschwitz gekommen sind. Im Juli 1942. Im Juli 1942. Wo kamen Sie her? Aus Compiègne. Aus Compiègne. Und wieso kam es, dass Sie überhaupt... Ja, Herr Präsident, entschuldigen Sie, es fehlen noch einige Verteidiger. Wer ist denn das? Der Herr Knögel fehlt. Herr Knögel, ja. Also Herr Knögel ist für Hofmann, da ist Dr. Steiger. Ist alles vertreten. Im Juli 1942 sind Sie aus Compiègne nach Auschwitz gekommen. Und warum wurden Sie seinerzeit verhaftet? Ich wurde verhaftet an der Schweizer Grenze. Ja. Sie waren doch wohl damals schon Soldat. Ich war Kadett, beim Königlichen ja. Militärakademie. Und hatten Sie sich politisch betätigt irgendwie? Auch. Auch. Sind Sie also aus politischen Gründen verhaftet worden? Ja. Aus politischen Gründen. Sind dann im Juli 1942 nach Auschwitz gekommen. War das ein Eisenbahntransport? Das war ein Eisenbahntransport von ungefähr 1250 Mann. 1250 Mann. Und wo sind Sie ausgeladen worden in Auschwitz? Bei Birkenau. Bei Birkenau. Aber nicht im Lager Birkenau. Nicht im Lager. Nicht im Lager Birkenau. Ist damals schon eine sogenannte Selektion vorgenommen worden? Das heißt, eine Ausscheidung der Leute, die ins Lager kommen sollten und der, die nicht ins Lager kommen sollten? Das habe ich nicht bemerkt. Wir wurden alle schnell rausgeknüppelt aus den Waggons. Und wir sollten alles, was wir bei uns hatten, liegen lassen.
Und da hat mein Bruder einen Schlag bekommen und den habe ich mitgeschleppt. Und so habe ich nicht aufgepasst, ob auch vielleicht bei diesem Transport eine Selektion war. Ja. Und wir sind dann gleich nach dem Stammlager abtransportiert. Wir sind also Ihr Bruder war auch dabei? Mein Bruder war da. War dabei. Lebt Ihr Bruder noch? Der lebt noch. Ist er auch Offizier gewesen? Er ist jetzt auch Offizier. Jetzt er auch war noch. Damals noch Schüler. Damals noch Schüler. Und warum ist er verhaftet worden? Aus dem gleichen Grunde. Aus dem gleichen Grunde, ja. Nun, Sie sind also ins Lager gekommen. Und wo sind Sie ins Lager hingekommen? Gleich im Stammlager. Und welche Baracke oder welchen Block? Na, der erste Tag weiß ich nicht genau. Wir sind erst durch die Entlausung gegangen und so weiter. Und dann haben wir eine Nacht, das weiß ich gar nicht mehr, in welche Baracke sind wir gewesen. Und der nächste Tag war die Aufnahme. Und da wurde links und rechts getreten und so weiter. Und haben wir die deutsche Befehle aufs Französisch übersetzt. Und dann sind wir gleich rausgeholt, hat man uns gefragt, wer versteht hier Deutsch? Sind wir rausgeholt und hat man uns Dolmetscher gemacht bei der Aufnahmeabteilung, der politischen Abteilung. Ja. Und wo wurden Sie dann untergebracht? Wo haben Sie nachts geschlafen? Die erste Zeit in Block 24. Und dann? Ja. Von Block 24 sind wir erst nochmal ein paar Tage nach Birkenau versetzt. Da wurde das ganze Transport, es war etwas nicht los, die Papiere waren, glaube ich, nicht angekommen, ja, und so weiter. Wir wurden erst als Berufsverbrecher Franzosen geführt und erst nach ein paar Tagen hat man eingesehen, dass wir politische Häftlinge waren. Und da waren auch, ich glaube, 250 Juden dabei. Jüdische Franzosen, also. Und das ganze Transport ist erst nach Birkenau versetzt und dann wurden wir von der politischen Abteilung auch wieder nach Birkenau versetzt. Nach Auschwitz? Nein, von Auschwitz nach Birkenau, vom Stammlager nach Birkenau. Und wo wurden Sie dort untergebracht? Na, das weiß ich nicht genau. Das war das erste Lager, das gegenüber das alte Frauenlager war, die, ja, Steinbaracke. Ja. Mhm. Und Sie sind also in der politischen Abteilung bzw. bei der Aufnahme, ja, beschäftigt gewesen. Ja. Und was mussten Sie dort machen? Dort sollten wir den Dolmetscher machen, weil die meisten kein Französisch verstanden. Ja. Und wir waren, soweit ich mir bekannt, das erste große französische, nicht-jüdische Transport, was eingetroffen ist. Und da hatten die Juden durften keine gute Posten bekommen. Und dann haben sie gleich gesagt, na, jetzt haben wir ein paar die Französisch verstehen. Ja. Und man hat auch schon die holländische Transporte erwartet. Ja. Und deswegen sind wir dann gleich bei der politischen Abteilung, bei der Aufnahmeabteilung als Dolmetscher eingesetzt. Und wir haben auch verschiedene Fragebogen so mit eingefüllt. Ja, und was mussten Sie denn dolmetschen dort? Für die Fragebogen. Jeder Zugang, der sollte eine ganze Anzahl Fragen über seine Personalien und so, ja, weiter, Verhaftungsgrund, soweit bekannt und, ja, so, das alles, seine Familienverhältnisse und so weiter, so wurde alles auf die große Fragebogen eingefüllt. Und dabei waren also viele, die kein Deutsch verstanden und die Polen, die dort arbeiteten, verstanden kein Französisch, kein Holländisch. Nicht genug Französisch, ja, um das auszufragen, und deswegen wurden wir dabei eingesetzt. Und was hatten Sie nun zu tun dort im Allgemeinen? Nur die Fragebogen auszufüllen? Nur die Fragebogen auszuführen. Oder auch sonstige Registraturarbeiten? Bitte? Sonstige Arbeiten, Büroarbeiten? Naja, alles, was dabei gehört, ein bisschen, das meiste war noch die Fragebogen ausfüllen. Die Fragebogen ausfüllen. Und Vorbereitungen. Wenn ein Transport gekommen ist, müssen wir alles fertig machen und sind wir auch verschiedene Male nach Birkenau oder zum Zigeunerlager gefahren. Ja, und sind Sie auch auf die Rampe gekommen? Also wenn die Transporte kamen? Ja, aber nicht so, dass ich jedenfalls mich erinnere, etwas von der Selektion gesehen zu haben. Ja. Das kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß, dass das so war.
Ja. Aber ich kann mich nicht erinnern, so dass ich jetzt auch sagen kann, ja, das habe ich das gesehen. Das wissen Sie nicht. Das kann ich nicht sagen. Nun, bei dieser Aufnahmeabteilung, wer war da Ihr Vorgesetzter? Das war der Unterscharführer Stark. Stark. Und seit wann hatten Sie den, haben Sie den gleich, wie Sie hinkamen, kennengelernt? Ja, gleich den Tag, dass wir in der politischen Abteilung aufgenommen waren. Nun, Sie sagten, Sie sind im Juli 1942 nach Auschwitz gekommen. Ja. Ich nehme an, dass Sie auch Ende Juli schon in die Aufnahmeabteilung gekommen sind. Ja, und wie lange haben Sie denn den Stark dort erlebt? Na, ich glaube, im Herbst oder Winter 1942 bin ich krank geworden. Und in dieser Zeit ist... War er noch da? Er war noch da, wenn ich krank wurde. Ja. Aber wenn wir zurückgekommen sind, war er weg. Und dann war, ja, der Name weiß ich nicht mehr, ein Nachfolger, ein älterer Mann. Ja, Herr Zeuge, es würde mich das sehr interessieren. Wann sind Sie krank geworden? Das kann ich nicht genau sagen. Es war im Herbst, ganz in der Nähe von der Winter 1942. Aber ganz genau kann ich das nicht sagen. Also zwischen Herbst und Winter 1942. Ja. Ich frage Sie nämlich deshalb, weil Sie einmal ausgesagt haben, Sie sind ja einmal vernommen worden, nicht? Ja. Und zwar in Holland. Ja. Und da haben Sie ausgesagt, in der zweiten Hälfte von 1943 wurde Stark versetzt, wie man sagt, an die Ostfront. Ja. 43 in der zweiten Hälfte. Ja. Und Sie sagten doch eben, Sie sind krank geworden. In 42. 42. Wie lange waren Sie denn krank? Na, bis... Ja. Februar, März ungefähr, glaube ich, das weiß ich nicht genau auf dem Datum, 43. Ja, war es ein halbes Jahr ungefähr, dass Sie krank waren? Das mag sein. Oder kann es noch mehr gewesen sein? Nein, ungefähr noch ein kleines halbes Jahr. Ein kleines halbes Jahr. Und wie Sie zurückkamen aus dem Krankenbau, war der Stark noch da? Nein, dann war ich, glaube ich, weg. Und dann ist er noch einmal zurückgekommen. Auf kurze, aber nicht als Leiter der politischen Abteilung. Aber das wurde gesagt, ich glaube mich zu erinnern, dass er zurück war. Und danach wurde, das waren die Gerüchte, dass er nach dem Ostfront versetzt wurde. Wissen Sie, ob er da noch mal längere Zeit dort war in dem Lager oder nur einen Tag oder ein paar Stunden? Ich glaube, ein paar Tage, ich kann es nicht sagen, denn er war nicht mehr als Leiter der politischen Abteilung, da war schon ein Nachfolger da. Also wenn Sie sagen Leiter der politischen Abteilung, da meinen Sie Leiter der Aufnahmeabteilung? Der politische Abteilung war, glaube ich, Grabner. Grabner, richtig, jawohl, so war es auch. Sie meinen also, wenn ich Sie recht verstanden habe, Sie sind im Spätherbst 1942 krank geworden und sind dann ein knappes halbes Jahr in dem Häftlingskrankenbau gewesen, ja. Kam dann zurück, wie Sie zurückkamen, war Stark nicht mehr da. Nein. Und kam dann noch einmal zurück, aber nur für kurze Zeit, nicht mehr zu Ihrer Abteilung. Ja. So war's. Nun, Herr Zeuge, Sie haben ja dann täglich mit Stark zusammenzuarbeiten gehabt. In der Zeit, dass ich auf der politischen Abteilung arbeite, fast täglich, ja. Fast täglich, ja. Nun, Ihnen gegenüber und Ihrem Bruder gegenüber, wie hat er sich da betragen? Sehr gut. Sehr gut. Ja. Er hatte auch für Sie, wie ich aus Ihrer Aussage entnehme, gesorgt, als Sie seinerzeit in den Krankenbau eingeliefert worden sind. Ja. Ja. Was hatten Sie denn für eine Krankheit? Na, das ist erst angefangen mit Pleuritis. Ja. Ich weiß nicht, ob das Deutsch Lungenentzündung, ist. Ja. Lungenentzündung und nachher hatte ich Fleckfieber und Bauchtyphus. Mhm. Da waren Sie also offensichtlich sehr krank.
Ja. Aber wie war es denn mit Ihrem Kräftezustand, mit Ihrer Ernährung, mit Ihrem Ernährungszustand? Waren Sie widerstandsfähig oder waren Sie auch schon so ein abgemagerter Mensch, die man damals in dem Lager als Muselmänner bezeichnet hatte? Das war bestimmt und ich glaube, das war meine Rettung, denn wie ich gesehen habe, sind gerade die Kräftigsten am schnellsten am Fleckfieber gestorben. Man sagte, das war der Eiweißgehalt im Körper oder sowas, was ja. hatte damit zu tun. Und gerade die Muselmänner hatten mehr Chance. Widerstand gegen den Fleckfieber. Ja, nun, Herr Zeuge, andererseits soll es so gewesen sein, so haben uns jedenfalls bisher die Zeugen berichtet, dass gerade die Muselmänner wieder sehr gefährdet waren, weil man sie sehr schnell ausgewählt und irgendwie zu Tode gebracht hat. Ja, das stimmt. Da war die Kommission. Jede, weiß ich nicht, 14 Tage, drei Wochen oder sowas, das nannte man dann Kommission im Lager. Eine Kommission? Eine Kommission. Und aus wem bestand denn die Kommission? Das kann ich nicht sagen. Waren das mehrere Leute? Ja, mehrere Leute. Ärzte waren dabei, glaube ich. Und die haben dann ausgesucht. Haben Sie bei dieser Krankheit oder bei diesem Aufenthalt im Krankenbau auch die Sanitätsdienstgrade kennengelernt? Sie wissen, was das ist. Das ist also Sanitätssoldaten, Gefreiter oder so irgendetwas. Ich weiß nicht, wie Sie das bei Ihrer Gruppe nennen. Nein, nicht genau. Es war am besten, dass wir einander nicht so gut kannten. Und ja. Ich bin geholfen von den Häftlingspflegern, die mir immer verlegt haben. Ja. Und deswegen die Selektion. Papieren etwas durcheinander gemacht haben, dass ja. man nicht genau gewusst hatte, wie lange ich schon auf einer Station gelegen hatte. Ich wurde von einem Zimmer, von einer Stube in der andere gelegt und habe schon, ich glaube, drei Krankenblocks in der Zeit bin ich hinübergegangen. Durchgelaufen, ja. Nun war es nicht merkwürdig, dass man Sie nicht auch herausgesucht hat und zu Tode gebracht hat? Ich glaube gerade, dass es daran gelegen hat, dass wir dass ich jedenfalls und nachher mein Bruder auch gute Beziehungen hatten mit den Häftlingspfleger und Häftlingsarzt, die uns gerade diese Ein- und Ausschreiben so gemacht hatten, dass man damit der SS irregeführt hat. Ja, nun könnte es auch gewesen sein, dass vielleicht Stark sich für Sie verwandt hat? Das ist möglich. Ja. Das ist möglich. Es war bekannt also von dem Tag, dass wir nach Birkenau gegangen sind, dass Stark sich für uns eingesetzt hat. Er hat uns persönlich bei dem Lagerältesten von Birkenau gebracht und hat ihn persönlich verantwortlich gestellt, dass mit uns nicht gesehen wurde. Wissen Sie, wie der Arzt hieß? Oder Lagerältester, sagten Sie, ja? Der Lagerälteste, ja. Ja, Lagerältester. Nun, das wissen Sie, dass er das zu dem gesagt hat, er sei verantwortlich, dass Ihnen nichts geschehen soll. Ja, da war ich persönlich dabei, da ja. habe ich gehört. Nun, sagten Sie, also Ihnen gegenüber und auch Ihrem Bruder gegenüber hat er sich anständig und gut betragen. Ja. Wie hat er sich denn im Übrigen den anderen gegenüber aufgeführt? Im Allgemeinen war er, soweit ich beobachtet habe, ein günstiger Ausnahme auf die anderen SS-Leute. Ich habe das Einzige, was ich einmal gesehen habe, dass wenn wir die ganze Aufnahmeabteilung einmal nach Birkenau marschierte, und das war schon ganz im Anfang, dass die Polen ein bisschen Spaß gemacht haben untereinander und das hat ihm nicht gefallen und da hat er sie eine Zeit hüpfen lassen. Das ist das Schlimmste, was ich gesehen habe. Vielleicht war das noch, weil wir waren noch erst kurz dabei, um ein bisschen Eindruck zu machen. Mhm. Ich hatte mehr den Eindruck, dass er uns zeigen wollte, was er machen konnte. So dieser Eindruck hatte ich. Herr Zeuge, es ist menschlich verständlich, dass Sie nun dem Stark gegenüber, der Sie offensichtlich nicht schlecht behandelt hat und der sich auch um Sie gekümmert hat, dass Sie ihm nichts Böses nachsagen wollen, aus einer gewissen Dankbarkeit heraus.
Aber sollte Ihnen nun etwas bekannt geworden sein, was doch nicht richtig war und was nicht in Ordnung war, müssen Sie uns das natürlich sagen. Nicht? Das habe ich erst vor kurzem habe ich gehört, dass er auch, also ich habe auch die Zeitungen gelesen, dass er sich auch beteiligt hat an einer Vergasung und ich glaube Erschießung. Ja. Das habe ich nachher gehört, das habe ich in meiner Zeit gar nicht beobachtet. Im Allgemeinen haben wir untereinander doch sehr gut gewusst, wer jedes Mal dort hingegangen war, mit Hinrichtungen beschäftigt war und so weiter. Und das Einzige, was man mir gewarnt hat vor Stark, dass er hatte Beziehungen zu Gestapo. Und sag mal, muss immer vorsichtig sein, was man zu ihm sagt. Ja. Das war das Einzige, was mir gesagt hatte und wofür wir Angst hatten. Also Sie verstehen, dass die Gefangenen untereinander sich warnen. Natürlich. Pass auf, das ist ein gefährlicher und da soll man aus dem Wege bleiben und so weiter. Ja, ja. Nun, Sie sagen aber, in der Zeit, wo Sie dort waren, haben Sie weder gehört, dass er sich mit Erschießungen befasst hat, noch, dass er bei Vergasungen tätig war. Nein, das habe ich auch in dieser Zeit nicht gehört. Das habe ich erst nachher, also jetzt in dem Laufe des Prozesses, im Laufe des Prozesses gehört. Ja, ja. Können Sie sich noch erinnern, dass oder ist damals im Lager darüber gesprochen worden, als die erste Vergasung stattfand? Nein. Ich glaube, wurde schon vergast, bevor ich im Lager war. Das war schon vorher, vor dem Sie im Lager waren. Das glaube ich schon, ja. Und wo wurden denn die Vergasungen vorgenommen, als Sie bereits im Lager waren? Wissen Sie das, wo das vorgenommen worden ist? Ob das in dem Krematorium stattfand? Das kleine Krematorium, das mussten Sie ja im Aura haben von Ihrer Aufnahmeabteilung aus. Das haben Sie ja gesehen, nicht? Nein. Wenn Sie es mal hier zeigen wollen an der Karte. Ja, wir zeigen Sie es uns vielleicht einmal. Wo Ihre Aufnahme ab? Gehen Sie mal bitte hin, ja? Also, Ihre Aufnahmeabteilung, Sie sehen unten den schwarzen Strich da, diesen schwarzen Pfeil. Das ist der Eingang, ja. Und das Blockwerk 24, da haben wir erst geschlafen. Und am anderen Seite von der Küche, hier irgendwo, war der Aufnahmeabteilung. Ah, da war die Aufnahmeabteilung. Einer dieser Blocks, ich weiß nicht genau, das war auch die Bekleidungskammer und die Entlausungsanstalt. Und die Effektenkammer, ja. Effektenkammer, ja. Ja, So, und wissen Sie, wo das kleine Krematorium war? Das muss irgendwo hier gewesen sein. Ja, ganz recht. Jawohl, da war es auch. Ja, dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Sie haben also damals gar nicht gehört, wo die Leute vergast worden sind? Nein, das habe ich damals nicht gehört. Nachher, wenn ich schon in einem anderen Kommando war, auf Baubüro, habe ich die Zeichnungen gesehen von einem großen Raum mit Zyklon 1 Angaben, womit vergast wurde. Und da habe ich damals Zeichnungen gesehen. Mhm. Aber in der Aufnahmeabteilung Zeit nicht. Haben Sie nichts gesehen? Und auch nichts gehört, was man mit den Leuten anstellte? Oder ich meine, alle Häftlinge haben doch untereinander sich ausgetauscht und haben doch ihre Erfahrungen und die Gerüchte mitgeteilt, die da umgegangen sind. Da ist doch sicher davon gesprochen worden, dass die Menschen, die in den Transporten ankamen, zum Teil vergast worden sind. Ja, das wusste ich auch. Das wussten Sie doch auch, nicht? Ja. Und hat man nicht darüber gesprochen, wo das gemacht worden ist? Bestimmt, aber ich kann mich nicht. Ich glaubte, dass es war irgendwo bei Birkenau, denn von dort aus waren die meisten verschwunden, wenn man sagen darf. Aber ich kann nicht genau sagen, wo die Vergasungen stattfanden. Ja. Sie haben also jedenfalls nicht beobachtet, dass Stark Menschen in das Krematorium gebracht hat. Nein. Nicht. Und haben Sie auch nichts davon beobachtet, dass er zum Erschießen gegangen ist?
Nein, und ich habe gehört, dass nachher, dass es wohl geschehen ist, aber das wunderte mich gerade deswegen, weil bei uns auch auf der politischen Abteilung niemals davon gesprochen war. Sie haben es später gehört, das heißt also erst im Laufe dieses Prozesses? Jawohl. Ja. Nun, Sie sagten eben schon, es wunderte Sie, denn Sie hätten ja an für sich dergleichen Dinge hören müssen, denn man hat sich ja darüber unterhalten. Ja. Hat man sich denn sonst unterhalten über das, was da passiert ist, zum Beispiel, was bei der politischen Abteilung passiert ist? Ein bisschen. Das wurde mir gesagt, dass in der anderen Abteilung, die politische Abteilung, außerhalb des Rates, dass dort Vernehmungen stattfanden und das war das Büro von Grabner, glaube ich. Ja, da hat man auch gesagt, wenn du etwas damit zu machen hast, dann ist es schon sehr gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Und haben Sie da außer Grabner noch andere Namen gehört? Haben Sie zum Beispiel Boger gehört? Ja. Von Boger haben Sie gehört? Von Boger habe ich. Und was haben Sie von ihm gehört? Na, dass er auch einer derjenigen war, der sich an Misshandlungen und, wie soll man das sagen? Sogenannten verschärften Verhören. Ja, dass er sich damit beschäftigte. Ja. Das war allgemein bekannt. Das war allgemein bekannt. Was hatte denn er für einen Ruf im Lager? Unter den Häftlingen. Ein sehr gefährlicher Ruf, man konnte besser weit aus dem Weg gehen. Weit aus dem Weg gehen. Und haben Sie auch was gehört, dass Menschen gestorben sind, die bei ihm auf diese Weise verhört worden sind? Das haben wir auch gehört. Das haben Sie gehört, aber Näheres können Sie uns da nicht sagen. Nein, es war ja, typisch, wenn jeden Tag so viele Menschen sterben unter allerlei Umständen, dann ist das... Im Allgemeinen wird das gewohnt und nur wenn eine Ausnahme ist, wenn zum Beispiel mein Bruder gestorben wäre, dann hätte ich gewusst, wer das gemacht hat und so weiter. Ja. Aber wenn jeden Tag so ein paar hundert Tote fallen, dann weiß man nicht genau, wer was getan hat. Man weiß, dieser hat sich daran beteiligt, aber genau weiß ich das nicht. Haben Sie auch zum Beispiel die Namen der Rapportführer gekannt? Ja. Wen haben Sie denn da gekannt? Kaduk, Palic, Stivic. Kaduk haben Sie auch gekannt? Kaduk auch. Auch persönlich gekannt, also gesehen, wie er aussah und so weiter? Ja, aber ich kann nicht genau sagen, was und auf welchem Tag. Ja. Was und an welchem Tag er ihn gesehen hat. Herr Zeuge, haben Sie, was hat er denn für einen Ruf im Lager gehabt? Ein ganz schlechter Ruf. Auch einen ganz schlechten Ruf. Haben Sie von ihm irgendwie gehört, dass er sich beteiligt hat an Tötungen von Menschen? Ja, das wurde jedenfalls feststehend angenommen im Lager. Feststehend angenommen. Hat man auch Einzelheiten erzählt? Bestimmt damals wohl, aber das kann ich mich jetzt nicht erinnern. Das wissen Sie auch nicht mehr. Ja. Mein Bruder hat einmal etwas mit ihm zu machen gehabt, wenn er Blogschreiber war. Aber ja. Sie sind näher weggekommen von der Aufnahmeabteilung? Jawohl. Wo sind Sie hingekommen? Erst beim Kommando Installateure und dann habe ich hin und her gelaufen zwischen Birkenau und Auschwitz und nachher beim Baubüro. Beim Baubüro. Und sind geblieben bis zur Evakuierung? Ja, ich glaube wohl. Ich glaube, dass ich nur Installateur im Baubüro gehabt habe. Ja. Nachher. Und wann sind Sie rausgekommen aus dem Lager? Im September 1944 sind wir auf Transport nach Großrosen gestellt. Da waren zu Fuß oder mit der Bahn? Nein, das war ganz schön mit dem Zug. Da waren von unserem Transport, ich glaube, ungefähr 90 Mann übrig. Und dann hat man sich herausgestellt, die sollten umgeschult werden oder sowas. Und es sind drei Transporte von 30 Mann davon zusammengestellt. Und einer sollte nach Sachsenhausen fahren. Ja. Und der wurde, sagt man, unterwegs bombardiert. Ja. Der
zweite weiß ich gar nicht, wo der hingefahren ist. Und der dritte ist nach Großrose gekommen. Da waren Sie dabei? Da war ich dabei. Bitte schön. Herr Zeuge, haben Sie sich auch mit Stark des Öfteren unterhalten oder hat er sich mit Ihnen unterhalten? Ja, das tat er mehrmals, wenn wir da in der Schreibstube waren. Und da hat er mit uns gesprochen und der war ein bisschen so, ich muss einmal die Wörter suchen. Ja, bitte. Er wollte etwas... Persönlich im Gespräch? Ja, so, er wollte mal zeigen, wie die deutschen Schulen und so besser waren wie im Ausland, so im Allgemeinen. Und da hat er uns so eine Art Examen abgenommen und das hat er mit allen, auch mit den Polen dort. Das war sehr bekannt von ihm, dass er immer etwas stolz war, dass die deutschen Schulen besser waren als alle anderen. Hat er auch seine Auffassung über dies und jenes mit Ihnen besprochen, etwa seine politische Einstellung Ihnen gegenüber begründet? Das mag wohl sein. Mehrmals haben verschiedene Leute mit uns darüber gesprochen, warum wir als Stammverwandte nicht mit den Deutschen mitgekämpft haben, sondern dagegen. Das kann er auch gemacht haben, das weiß ich nicht. Hat er Ihnen etwas darüber gesagt, wie sein Verhältnis zu den Juden sei? Ja, das glaube ich wohl. Seine Einstellung zu diesem Problem? Ja, das glaube ich wohl. Ich glaube, dass er bestimmt glaubte, auch der allgemeine Auffassung, dass die Juden, unter Menschen waren oder sowas. Ja, dass er eine minderwertige Rasse war. Das glaube ich bestimmt. Er war sehr ausgesprochen, so Arier, wie man das in dieser Zeit nannte. Also hat diese antisemitische Einstellung sehr betont auch Ihnen gegenüber zum Ausdruck gebracht? Nein, er hat nicht so sehr darüber geschimpft, er hat nur darauf herablassend gesprochen. Ich glaube, dass ich die gute Worte... Ja. Dann eine andere Frage. Sind Sie je in der Blockführerstube gewesen? Nur einmal. Und Sie sagten vorhin, Sie seien in dem Kommando Baubüro ab Herbst 43 gewesen. Ja, das... Ungefähr. Das kann ich nicht genau sagen. So. Können Sie aus Ihrer Tätigkeit in diesem Kommando sagen, wann die Krematorien in Birkenau fertiggestellt worden sind? Ich glaube, die waren schon angefangen, wenn ich mich gut erinnere, bevor ich in das Baubüro eingekommen bin. Denn ich habe schon die fertigen Zeichnungen gesehen und ich habe auch damals verschiedene Papiere gesehen und das ist, was mir am besten beigeblieben ist, von das Gas, das heißt Zyklon 1 oder sowas. Ja. Das erinnere ich mich noch. Und der Verwendungszweck war dort mit eingetragen. Ja. Herr Zeuge, ich habe doch da noch einiges zu fragen. Sie haben eben gesagt, Stark sei antisemitisch eingestellt gewesen. Das heißt, er hätte also mit einer ziemlichen Herablassung von den Juden gesprochen. Ja. Haben Sie denn auch gesehen, dass er Juden misshandelt hat oder dass er sie gequält oder sonst wie gekränkt hat? Nein, ich hatte vielmehr den Eindruck, mein persönlicher Eindruck, also, dass der Stark sich selbst zu gut fühlte, um seine Hände damit zu beschmutzen, dass er nicht, dass er Mitleid hatte mit den Juden, aber er war ganz einfach zu hoch dafür, um sich damit zu beschäftigen. Dieser Eindruck hatte ich jedenfalls. Nun konnte er nicht ziemlich ausfallend werden, dass er also sehr geschimpft und getobt hat? Das mal, aber das war gewohnt.
Das war nichts Besonderes, meinen Sie? Das war für einen SS-Mann nichts Besonderes. Ja. Toben und Schimpfen, das konnte er auch? Bei Weim, aber bestimmt nicht so, dass es auffallend war im Vergleich zu anderen. Ja. Ich glaube eher weniger. Aber die andere Konsequenz, dass er dann auch gemein und sadistisch den anderen Leuten gegenüber geworden ist, das haben Sie nein, nicht gesehen? Nein, das ist bestimmt, das ist mir aufgefallen, dass er wirklich eine günstige Aufnahme darauf machte. Wenn ja. jeder etwas mittut und einer macht etwas weniger ja. oder gar nicht damit mit, dann fällt er auf. Zu vergleichen. Ja. Nun, noch etwas anderes. Hat er sich immer gern ein bisschen hervorgetan? War er ein bisschen überheblich oder ein bisschen aufgeblustert? Ja, ein bisschen angeblich ist das gute Wort, dass er in seiner schönen Uniform herumstolzieren und etwas angeben. Dass, ja. Das war sein ganzes Auftreten. Da. Ja, gut. Ist noch Fragen von Seiten des Gerichts? Ja, bitteschön. Welche Häftlingsnummer hatten Sie? 45218. 45218. Sie sagten, vorhin in der ersten Zeit seien Sie als Kriminelle behandelt worden. Hatten Sie auch ein grüne Dreieck gekriegt? Nein, denn nur bei dem Foto. Ich habe zufällig mein Aufnahmefoto bei mir. Da steht noch drauf BVF, also Berufsverbrecher Franzose. Ja, aber das grüne Dreieck haben Sie nicht gekriegt. Das haben wir gar nicht bekommen, denn das wurde schon gleich bei der Aufnahmeabteilung, bei den Polen wurde das geklärt. Das wurde da schon geklärt. Das wurde schon gleich. Und Ihre Kameraden aus dem Transport? Wurde das für die auch geklärt oder nur ja, für Sie? Ja, allen gleich. Nein, wir haben allen gleich die rote Dreieck bekommen. Ja. Vielleicht einige, die damals gleich nach Birkenau, dass sie vielleicht einen Tag der grüne Dreieck gehabt haben. Also, das mag sein, das weiß ich nicht. Dürften Sie nachher aus dem Lager nach Hause schreiben? Erst nach viel längerer Zeit, das war bei einer Bibelforscherin nachher, die ich im Krankenbau, wenn sie zum Ohrarzt gegangen ist, und da war ich auch, dann haben wir uns gesprochen und die wurde entlassen und die hat meine Mutter besucht. Und dann hat meine Mutter den Lagerkommandanten geschrieben und so bekamen wir Genehmigung zum Schreiben. Vorher wurde es gesagt, dass wir gestorben waren. Ja, haben Sie damals was gehört von dem Begriff NN? Nein. Also Nacht und Nebel. Ja, ich weiß, was das ist. Sie wissen es heute? Ja, ich glaube nicht, dass ich das damals gewusst hatte. Und damals wussten Sie es wahrscheinlich nicht? Damals wusste ich es nicht. Aber wurden Sie so behandelt zunächst? Wissen Sie auch nicht? Das ist keine Vorstellung. Was mir gewundert hat, dass wir dorthin geschickt sind und dass gar keine Papiere gekommen sind und erst nach ungefähr einem Monat sind Papiere aus Compiègne eingetroffen. Das haben Sie in der Aufnahmeabteilung festgestellt? Das habe ich nachher gehört und danach hat man gesehen, was für Transport wir eigentlich waren. Mhm. Also jedenfalls waren Sie so ein besonderer Transport? Wir waren das erste nicht-jüdische Transport, soweit ich feststellen konnte, aus Compiègne. Ja. Vorher war ein jüdischer Transport, ein oder zwei aus Compiègne. Gekommen. Sie sagten vorhin, dass Ihr Tätigkeitsbereich da in der Effektenkammer, dass Sie da die Aufnahmen gemacht haben, wo die Nein, war. Neben der Effektenkammer. Neben der Effektenkammer, weiter. Wissen Sie, wo Stark selbst sein Dienstzimmer hatte? Nein. Ich konnte außerhalb des Staates vielleicht noch ein Dienstzimmer haben, aber größtenteil des Tages war er bei uns. Aha, er war den größten Teil des Tages war er bei Ihnen? Den größten Teil des Tages war er bei uns. Mhm. Jedenfalls während der Zeit, wo Sie da waren? Ja. Und wie war es denn, wenn nun ein großer Transport kam? Sind Sie dann mit dem Stark an Ort und Stelle gegangen, wo der Transport ankam? Oder kamen die Leute alles bei Ihnen an der Barke vorbei? Nein, die meisten, gerade wenn die großen Transporte gekommen sind, erst für Birkenau und nachher für Zigeunerlager, sind wir mit Stark, der war auf dem Fahrrad hinter uns her, ist das ganze Kommando gelaufen nach Birkenau und da wurde in einer dieser Baracke wurde auch wieder die Aufnahme gemacht, bis nachher Birkenau eine eigene Aufnahmeabteilung bekommen hat. Und da waren Sie aber nicht tätig? Und dann sind wir nicht mehr da gewesen. Da waren Sie nicht tätig. Und wo war das, wo die anderen Transporte ankamen?
War das außerhalb der beiden Lager? Ja, wir haben sie erst gesehen. Nee, wir mussten erst in eine Baracke kommen, wo die Leute gekommen sind. Dann waren sie schon ausgeladen. Aha. Und, da war aber eine Baracke, war da auch? Da, ja, auch in Birkenau. Da sind wir eine Aufnahmebaracke, ich weiß nicht mehr genau welche. Da sind wir da reingekommen. Und dann mussten wir erst alles fertigstellen, ja. die Fragebogen fertiglegen und so weiter. Und dann erst sind die Leute, die sind dann von der Entlausung und so weiter gekommen. Waren die dann schon eingekleidet, wenn die zu Ihnen kamen? Oder waren die noch in Zivil? Die Zigeuner waren ja sowieso in Zivil. Die waren in Zivil. Ja, und die anderen? Ich habe auch Leute gesehen, die noch nicht angekleidet waren. Aber auch es waren noch welche, die eingekleidet waren? Es waren, die eingekleidet waren. Und ja, das war in Birkenau auch dabei, wo die Leute, das erinnere ich mich, wo die gefilzt wurden, gleich ob die etwas versteckt hatten. Und da sind auch einige schwer geschlagen worden. Ah, da waren die längst ausgeladen, der Zug war ja woanders wohl angekommen. Bitte? Der Zug war wohl anders angekommen, nicht in Birkenau. Der war woanders angekommen. So wie Sie auch, außerhalb von Birkenau. Ja, ja. Ah, da gingen Sie dann hin und machten die Aufnahme fertig. Ja. Und was machten Sie nun mit diesen Karteikarten und Papieren, die Sie da fertig machten? Gaben Sie sie dem Stark? Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass Stark die mitgenommen hat, aber wo die geblieben sind. Sie haben die nicht weiter behandelt dann? Nein, wir haben sie bloß eingeführt. Sie machten nur das Eintragen? Wir mussten bloß das Einführen und das Tage vorher und Tage nachher sahen wir zu schreiben. Ja. Das war immer, wenn so viele Zehntausende haben wir dann hintereinander schreiben müssen. Und was damit geschehen ist, das weiß ich nicht. Und haben Sie da bei der Aufnahme schon gleich auch eine Häftlingsnummer eingetragen? War das Ihre Sache? Ja, wir bekamen vorher, wusste man ungefähr, wie groß der Transport wurde. Und dann haben wir so einen Zettel bekommen und jeder Häftling hat von uns den Zettel bekommen und ist mit dem Zettel zum Tätowierer gegangen und der hat das Nummer tätowiert. Das haben Sie alles schon vorbereitet? Ja, das war schon vorbereitet und dann hatten wir schon ein ganz Büchlein mit Nummer. Und diese wurde aufgegeben und gleich, da wurde den Häftlingen gesagt, dass sie das Papier zeigen sollte, wenn wir die Aufnahmebogen ausführten. Mhm. Und dann wurde gleich mit der Aufnahmebogen wurde auch das Nummer aufgeschrieben und dann auf etwas davor oder etwas danach, das weiß ich nicht ganz genau, aber jedenfalls ungefähr derselbe Augenblick wurde sie auch tätowiert. Ja, jetzt eine andere Sache. Sie sagten uns ja, Sie waren ja auch ein gutes Jahr in der Bauabteilung. Ja, in Baubüro. Baubüro. Das war Bauhof, das war, wo man mit den Zementsäcken geschleppt hat. Und Baubüro, ja, und das da war... Da hat man am Schreibtisch gesessen, oder am Zeichenbrett. Ja, ja. Und nun, wie war das nun im Baubüro? Wer hat Sie da beaufsichtigt? Wer war da, sagen wir mal, Ihr Chef? War das auch ein Kommando mit dem Kapo? Oder waren Sie da unter Zivilisten oder unter SS-Leuten? Es war ein Kommando, sowieso waren wir niemals ohne Aufsicht, aber dort haben wir gearbeitet mit, auch mit Zivilisten und SS-Leute, waren Zeichenbretter und so weiter. Aber das war dann Zivile? Da wurde nicht geschlagen oder so etwas? Nein, das war ein ganz gutes Kommando. Mhm. Kannten Sie da jemanden namens Kral zufällig? Rein zufällig. Nein, kann ich mich nicht. Dankeschön, habe ich keine Frage. Wissen Sie etwas davon, ob Stark auch zu Selektionen hingegangen ist? Es ist möglich, weil nicht immer während der Aufnahme bei uns war und kurz vor der Aufnahme. Das ist also möglich, das kann ich nicht sagen, war nicht die ganze Zeit bei uns. Ja, Sie hatten einmal gesagt, Sie glaubten nicht, dass er bei Selektion zugegen gewesen sei. Nein, das glaube ich auch nicht, ja, aber es ist möglich. Haben Sie es damals auch begründet, warum Sie das nicht glaubten? Ja, das kann ich. Sie haben damals gemeint, er könne nicht dort gewesen sein, denn er sei immer wieder zu früh zurück gewesen. Und zwar haben Sie gesagt, hinsichtlich der Mitwirkung von Stark an der Selektion
Blatt 14.159. Von Häftlingen, die zur Vergasung bestimmt waren, ist mir nichts bekannt. Diese Selektion fand ebenfalls außerhalb der eigentlichen Umzäunung des Lagers statt. Sehr wahrscheinlich erscheint es mir nicht, dass Stark daran mitgewirkt haben soll, denn unmittelbar nach dieser Selektion mussten die Überlebenden registriert werden. Ja. Und vorher saß Stark bereits in seinem Büro, um darauf zu achten, dass wir die Registrierung ordnungsgemäß vorbereiteten. Ja, ja. So haben Sie damals ausgesagt. Ja, aber, aber ausschließen können Sie es nicht, weil Sie nicht draußen waren. Ich war nicht draußen, ja. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich von jeder Minute, dass er immer bei uns war, aber im Allgemeinen, wenn ich das so sagen darf, war er immer bei der Ihnen? Aufnahme anwesend. Ja, ja. Herr Staatsanwalt. Herr Rissenwald-Rabe. Herr Zeuge, Sie sagten vorhin, dass Sie also in dem Block 25 oder 26 gearbeitet haben in der Aufnahmeabteilung. Wo haben Sie gewohnt während dieser Zeit? Das hat er schon gesagt. Im Block 24. Block 24. Ach so, Entschuldigung, das hatte ich, ich war mir nicht ganz sicher. Wer war denn der Blockführer in diesem Block? Das weiß ich nicht mehr. Das kann ich mich nicht erinnern. Mhm. Wir waren immer sehr früh heraus und am spätesten wieder herein. Und eben auch, wenn es Blocksperre gab, da waren wir von der politischen Abteilung immer entschuldigt, weil wir dort Arbeiten zu tun hatten. Wir hatten ziemlich dadurch eine ziemliche Bewegungsfreiheit. Und hatten ihre Ruhe, ja. Hm. In wie viele Häftlinge haben mit Ihnen in Ihrem Dienstzimmer gearbeitet, in der Aufnahmeabteilung? Na, mag es ungefähr 10 gewesen sein. Ich kenne nicht alle Namen. Ja, ich weiß verschiedene Namen, aber ungefähr 10. Das kann ich vielleicht eins oder Können zwei. Können Sie einige Namen nennen, bitte? Schimanski, Tadek Schimanski, Kasek Smolen, die beide jetzt im Museum Auschwitz tätig sind. Dann Marian Kasikowski. Ein Bogdan, ein Ukrainer, dann ein ganz kleiner Pole, der ist, glaube ich, jetzt verstorben, Peter heißt er, Peter, na, weiß ich nicht. Und dann noch 2 ungefähr, ich weiß nicht alle Namen mehr. Und hatte nun Stark auch einen Schreibtisch direkt in diesem Zimmer oder hatte er ein Zimmer nebenan? Ein Zimmer nebenan, wenn ich mich gut erinnere. Ja. Er war nicht immer in unser Zimmer, er spazierte und er saß viermals bei uns, aber er war auch mal in demselben Block, wenn ich mich gut erinnere, in ein anderes Zimmer. Ja. Herr Zeuge, dann noch eine Frage zu Ihrer Verhaftung. Sie sagten, dass Sie aus politischen Gründen verhaftet worden seien. Was wären Sie in der Lage, uns zu sagen, was diese Gründe waren, Ihrer Ansicht nach, für die Verhaftung? Ja, ich war in einer, wie sagt man das, Untergrundorganisation. Dann wurde mein Vater verhaftet und dann hatten wir schon die Ansicht, dass wir anderen gefährdeten. Und dann haben wir versucht, mein Bruder und ich, um nach England zu kommen. Das ist erst 2 über See missgelungen und dann haben wir versucht, das über die Schweiz zu tun. Und dann sind wir an die Schweizer Grenze bei Fauvray verhaftet. Ah, danke schön. Herr Sachverständiger, hätten Sie noch eine Frage? Bitte schön. Sie haben uns schon einiges über die Persönlichkeit des Angeklagten Stark gesagt. Haben Sie ihn so weit kennengelernt, dass Sie das Bild der Persönlichkeit, seiner Ansichten, seines Verhaltens und vielleicht auch seiner Intelligenz noch etwas abrunden können? An Beispielen oder an Eindrücken? Naja, der, wie haben Sie, können Sie so etwas, die Persönlichkeit noch ergänzend charakterisieren? Ja, was sehr charakteristisch war, dass er immer uns Beispiele gefragt hat über unsere Schulbildung und auch nicht nur uns, auch die Polen. Das war eine sehr bekannte Sache von ihm, dass er dann sehr froh war, wenn er etwas wusste, was wir nicht wussten und diese Sachen mehr. Das war sehr charakteristisch. Ich glaube, dass das wurde auch bei uns etwas Witze darüber gemacht, ja. Aufnahmeabteilung. Haben Sie ihn für intelligent gehalten?
Haben Sie ihn für sehr intelligent gehalten? Jedenfalls nicht dumm. Herr Dr. Lesch, es ist noch eine Frage zu stellen. Nein. Sie haben ins Protokoll genommen, die Anwesenheit vom Herrn Medizinaldirektor Dr. Lechler, ja? Und Personalen wie angegeben. Die Personalen sind dieselben geblieben, Herr Dr. Lechler. Sie haben nicht inzwischen Geburtstag gehabt. Entschuldigung, ich hätte noch eine Frage. Ja, bitte schön, Herr Zeuge, kannten Sie den Angeklagten Broat? Bitte? Kannten Sie in Auschwitz einen SS-Mann mit dem Namen Broat? B-R-O-A-D. Nein. Nicht. Danke. Von Seiten der Verteidigung, Herr Rechtsanwalt, er hat keine Frage mehr. Ja. Bitte schön. Darf ich vielleicht noch etwas zur Aufhellung beitragen, betreffs Block 25? Das war also auf Block 25 ein sogenanntes Verstärkungskommando. Das ständige Kommando war vorn in der Blockführerstube. Ja. Und wenn Transporte kamen, größere Transporte, dann wurden beide Kommandos vereinigt und alle haben aufgenommen damals. Genauso war es in Birkenau. Die wurden also dann im Fußmarsch, ging das da nach Birkenau. Dann sagte der Zeuge etwas von Tätowierung. Während ich in Auschwitz war, wurde noch nicht tätowiert. Und wegen der Zeiten wurde eben ja unter Beweis gestellt, dass ich vom 1.12.42 bis 31.03.43 Studienurlaub hatte und anschließend auf den Lehrgang kam. Da wird hier noch ein Zeuge kommen. Und ab 23.05.43 zur Feldeinheit versetzt wurde. Da liegt ja auch schon ein Stammrollenauszug vor. Was der Zeuge meint, ich wäre noch mal kurz da gewesen, das ist dasselbe, was der Zeuge Hofer neulich gesagt hat. Das war auf der Fahrt an die Front im Mai etwa. Da war ich noch mal ganz kurz da, ja, und habe nur mal da guten Tag gesagt und bin wieder weiter. Ja, das kann stimmen. Das war Mai, also das werden Sie auch damit meinen mit der Zeit aus dem Jahr 43. Nicht? Das wäre möglich, ja. Jawohl. Ja, also Stark, ursprünglich hatten Sie ja gesagt, Sie wären von Weihnachten 41 bis März 42 beurlaubt gewesen zur Ablegung Ihrer Reifeprüfung. Ja. Dann, ab November 42, seien Sie zum Studium beurlaubt worden. Das stimmt nicht ganz. Sie sind erst im Dezember beurlaubt worden zum Studium. 1. Dezember. 1. Dezember. Jawohl. Und dann hatten Sie angegeben, seien Sie zur Front gekommen. Das ist aber nicht wahr. Sie sind dann noch einmal zurückgekommen, nachdem Sie Ihr Studium wieder abgebrochen hatten, nicht? Und zwar sind Sie zurückgekommen, wann? Am 1. April. Am 1. April und blieben dann bis zum 25. Mai 43, ja? Nein, Herr Präsident. Ich sagte doch schon mehrmals, ich bin am 1. April hingekommen und meldete mich bei Grabner zum Dienst. Ja. Da sagte der, was wollen Sie hier noch? Sie sind bereits schon einige Stunden, also ab 1. April, versetzt. Nach Dachau. Woher das kommt, weiß ich nicht, zu einem Lehrgang. Aha. Und da bin ich sofort wieder abgefahren. Sodass Sie also nur noch dort, nach Ihrer Darstellung, dort gewesen sein könnten am 1. April. Jawohl. Mal zurückgekommen. Das müsste dann nach Ihrer Darstellung der 25. oder der 1. April gewesen sein. Oder der 25. Mai. Ja, das im Mai, auf der Durchreise. Ja, das kann stimmen. Das kann stimmen. Das kann stimmen. Ja. Dankeschön. Nehmen Sie Platz. Sonst sind keine Fragen mehr zu stellen, keine Anträge mehr zu stellen. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie uns gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören?